Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Sie ist eine Konstante hier bei uns bei Pearl TV, die legendäre 5-Euro-Überraschungsshow. Wir alle lieben Überraschungen genauso wie Sie und diese Überraschungen haben es ganz besonders in sich, denn jede Überraschung, die uns hier in dieser Sendung erwartet, kostet Sie nur 5 Euro und dürfen Sie sogar bis zu 5-mal bestellen, wenn Sie möchten. Da ist der Jubel schon groß hier von der Seite. Da steht Diana schon bereit mit dem ersten Produkt und ich glaube, sie kann es auch kaum mehr erwarten zu Beginn. Deswegen legen wir los. Diana hat es bei dem Ganzen recht eilig, glaube ich. Sei übrigens noch ganz kurz erwähnt, dass Sie natürlich auch in unserer 5-Euro-Überraschungsshow gebührenfrei bestellen unter 0800 51 51 und dreimal die 4. Und wir starten mit... Ich würde sagen, es ist eine Handyhalterung, das ist eine Handyhalterung für das Auto. Ne? Also eine Kfz-Saugnapf-Smartphone-Halterung für die Frontscheibe oder korrekt für das Armaturenbrett. Also für alle glatten Flächen, wenn man so möchte. Und ich frage mich ja seit vielen Jahren schon, warum die ganzen Automobilhersteller eigentlich noch nicht wirklich auf die Idee gekommen sind, neben Cupholdern und so weiter auch einfach mal eine universelle Handyhalterung in einem Auto als Basisausstattung zu integrieren. Weil du ja dein Handy per se nicht benutzen sollst. Naja, aber umso sinnvoller ist es doch, wenn du es irgendwo in der Halterung hast. Weil die meisten Menschen haben das Handy doch sowieso dabei. Ja. Für Navigation, Musik, also Telefonieren und so. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann mehr angeleitet wirst, drauf zu tippen, wenn du es schon hast. Also wenn das dein Auto... Ja. Dann verrat mir, warum moderne Fahrzeuge so einen großen Bildschirm haben, den du bedienen darfst, aber dein Smartphone nicht. Das kann ich dir nicht verraten. Denken Sie mal drüber nach. Das kann ich dir nicht verraten. Sei es drum, es ist teuer und es ist gefährlich, wenn man das Handy bedient während der Autofahrt. Und insofern ist eine Halterung sinnvoll, besonders eine, die man ganz einfach per Saugnapf entweder an der Scheibe oder auf dem Armaturenbrett, also auf der glatten Fläche positioniert. Ich kenne übrigens auch viele, die nehmen so eine Halterung jetzt hier und pflanzen die auf den Tisch und hängen das Handy da rein, wenn es so um eine Videotelefonie oder sowas geht. Geht also auch. Ja, geht auch. Ich nutze ja tatsächlich mein Handy auch ganz oft zum Navigieren. Mhm. Und meine Halterung, die ich bisher mal hatte, und es waren einige, die waren immer so konzipiert, dass ich das Handy da hochkant reinstellen musste. Ja. Hier finde ich das super, dass du es immer drehen kannst, so wie du es brauchst. Also zum Beispiel beim Navigationssystem finde ich das super, wenn ich dann die Quervariante habe. Und dann kann ich es auch jederzeit hochkant machen, wenn ich zum Beispiel gar nicht drauf gucken muss und einfach nur die Musik darüber abspiele oder so. Ja. Clever. Sehr praktisch. Man kann sie, glaube ich, auch von der Größe her einstellen. Sind diese gepolsterten Laschen an der Seite, egal ob kleinere Modelle oder größere Modelle, passt also alles universell. Und man hat eben eine gute Sicht, eben beispielsweise auf die Navigationssoftware, wenn man da jetzt irgendwo einen, so Google Maps oder sowas laufen lässt, dass du also da einen guten Blick drauf hast. Kann ich mir vorstellen, weiß ich übrigens auch, dass die meisten Handyhalterungen, die ähnlich viel Komfort bieten wie diese hier, nicht für 5 Euro zu haben sind. Nee, ganz sicher nicht. Also meine Handyhalterung ist auch mit so einem Saugnapf, aber wie Rebecca das schon sagte, das Handy ist nur hochkant justierbar. Und hier können wir uns das ja einfach so justieren, wie wir das wollen. Und meine hat, ich glaube, 13 Euro gekostet und kann eben nicht so viel wie die hier. Jo. Und eine Handyhalterung, finde ich, braucht man immer. Ja. Also auch wenn man im Auto mal im Stau steht oder auf einem Parkplatz steht und Videos gucken möchte, nicht im Stau, aber auf dem Parkplatz mal Videos gucken möchte oder navigieren, wie du das gesagt hast, ist eine Handyhalterung unabdingbar, würde ich sagen. Die vor allen Dingen so praktisch, weil die musste jetzt nicht irgendwie ins Lüftungsgitter oder sowas einklappen, was dann dauernd klappert oder sowas. Also das hält dann zuverlässig. HZ2790 und die 569. HZ2790 und die 569 ist die Bestellnummer dafür. Für gerade mal 5 Euro. Sie dürfen aber gerne auch bis zu 5-mal pro Besteller dazugreifen, wenn Sie da mehrere von haben möchten oder mehrere Fahrzeuge mit ausstatten wollen. Bitteschön. Dankeschön. Ein sehr guter Start, weil das ist super günstig und super praktisch fürs Auto. Sie freut sich so, als wenn da irgendwas für mich drin wäre, oder? Was klingt wie ein Witz? Ist ernst gemeint? Jo. Das ist ein klassischer Tacker, den wir hier haben. Ja, mit Zubehör, mit Tackernadeln. Mit sogar 600-teiligem Klammersortiment hier. Boah. Sind verschiedene Klammern dabei, ne? Klammer. Das ist immer so die Standardklammern. Und ich erinnere mich an dieses Modell und ich tue das sogar sehr gerne. Ich habe doch bei mir auf dem Balkon habe ich doch so eine Well-Plexiglas
Überdachung drüber. Ja. So, jetzt schön, bleibt es einigermaßen trocken, aber die Sonne knallt den ganzen Tag durch. Mit Südseite echt ein Problem. Insofern bin ich im letzten Jahr hingegangen und habe mir ganz einfach im Fachhandel habe ich mir so ein Tuch besorgt, ja, habe das zugeschnitten und habe das in die Holzverkleidung von dieser Überdachung ganz einfach angetackert. Ja. Hat damit hervorragend funktioniert. Genau, ich weiß nicht, ob ich genau den benutzt habe, aber eins dieser Modelle hier bei uns aus dem Lager. Und das hält heute noch zuverlässig. Oh ja. Braucht man immer zum Basteln, zum Reparieren und so weiter. Kannst du hervorragend benutzen. Achten Sie ein bisschen drauf, dass man hier natürlich auch diese Eindringtiefe, quasi die Spannung einstellen kann. Und das Ganze ist also, also hier auch nochmal geschützt. Vorsicht, Achtung. Mal gucken. Da ist nichts drin, ne? Ne, ist nicht geladen. Aber besser so. Ehrlich zu sein, ich glaube, 5 Euro, du könntest für diesen Klammern schon zahlen. Ja. Ne? Ja. Aber hier, dass wir haben noch diesen Gerät. Das ist ich habe zum Beispiel mit meiner Mama mal so einen Moment im Esszimmer gehabt, wo wir gedacht haben, an den Polstern haben wir uns satt gesehen. Ja. So, da haben wir einfach neuen Stoff gekauft und dann bei unseren Esszimmerstühlen einfach die Polster neu bepolstert und das einfach auch unten ran getackert. Also auch sehr gut zum Heimwerken. Das und unüberhörbar ist, wie gut und schnell man damit arbeiten kann. Ne? Ja. Also das sieht richtig gut in der Hand, ist auch rutschfest gestaltet, sodass du halt wirklich richtig ringsrum super schnell tackern kannst. Jetzt haben alle wir betackern einmal den Stuhl neu. Ist ja nichts drin. Ist ja nichts drin. Kann man auch hier auf den Tisch machen. Auf dem Knie. Da war noch eine drin? Nein. Oh mein Gott, nicht wieder heulen. Das riecht jetzt aber auch traurig. Ja, er hätte da eine viel zu große Hemmschwelle. Nee, hätte Angst. Ich bin noch nie für meine Zurückhaltung gebucht worden. Besser so. Nee, du bist ja eh so ein Bruchpilot. Ja. Ja, also ich bin ja froh, dass ich um den Tacker drumherum gekommen bin hier oben. Für jeden Hobbybastler ist das super. Hier zum Beispiel Gisela aus Mainz. Die hat das genutzt zum Basteln eines Kasperle-Theaters. Och, wie schön. Oh ja. Das finde ich auch eine tolle Idee. Da ist das Krokodil! Eine Freundin, die letztens gesagt hat, ich will mal selber ein Kasperle-Theater machen. So schwer kann das doch nicht sein. Weil die Eintritte sind so teuer geworden bei so einem Kasperle-Theater. Ja, ne? Ja. Also da werde ich ihr das auf jeden Fall jetzt direkt empfehlen für nur 5 Euro. Sie sehen den Preis bei Pearl.de, der liegt normalerweise bei allen übrigen Kunden bei 11 Euro. Aber sie zählen ja nicht zu den übrigen Kunden. Sie zählen ja zu unserer Pearl-TV-Familie. Sie sind anders als andere. Ja. Die NC 5322 und die 569 ist die Bestellnummer exklusiv für Sie in dieser 5-Euro-Show. Also da werden sich, denke ich, viele freuen zum Basteln oder jetzt auch mal Merves Anregung mitnehmen, mal neu bepolstern. Geht damit richtig gut. Ja. Auch bei Bildern, diese Bilderrahmen, genau. Ich weiß nicht, Spannrahmen oder was? Ah ja, so Leinwände sind auch so getackert. Also ein Tacker, ähnlich wie eine Heißklebepistole, ist so eine Standardausstattung. Stimmt. Nein. Ja. So. Warte mal, ich habe gelernt. Hast du eine Vermutung? Nee. Ein Tipp, Diana? Golfbälle als 5er-Set. Wickler. Was brauchen die? Die Maske, die haben wir. Eine Mehrversteckdose, aber das ist es nicht. Nein. Ich guck rein, okay? Ja, das macht gerade für unsere Heißgeräte wirklich Sinn. Das ist eine Steckdose, die sie einzeln abschalten können und anschalten können. Super. Das ist aber nicht nur eine, oder? Nein, wir haben nämlich, halten Sie sich fest, ein Zweier-Set. Zwei Stück für 5 Euro. Und das sind nämlich einfach Steckeradapter, die man, wie Rebecca das schon gezeigt hat, ein- und ausstellen kann. Und das ist eben sehr gut. Zum Beispiel, wir nutzen das in der Maske für unsere heißen Haarartikel, so zum Beispiel der Lockenwickler oder so. Und wenn man das dann einfach nicht dauerhaft auf Strom lassen möchte, können wir das da einfach ausschalten. Und wir müssen es vor allem nicht rausziehen, weil bei uns ist die Steckdose unter dem Tisch platziert. Ja. Das heißt, das ist da wirklich total ideal. Aber ich denke da auch an meine Lichterketten zu Hause, die ich immer rausziehen muss, um sie abzuschalten. Das verstehe ich sowieso nicht, warum Lichterketten keinen Schalter oftmals haben. Aber hiermit haben sie den Schalter und müssen nicht immer jedes Mal den Stecker ziehen. Auch Weihnachten. Weihnachtsbaumbeleuchtung, oder? Weihnachtsbaumbeleuchtung. Ja.
Ja. Ich sehe hier auch gerade zum Beispiel, dass sich viele Drucker, moderne Drucker lassen sich zum Beispiel gar nicht mehr abschalten. Oder moderne Kaffeemaschinen oder auch Mikrowellen. Und das sind ja dann aber so heimliche Stromfresser. Und wenn wir die dann einfach ausstellen können, fressen sie keinen Strom mehr. Ja, also am Stromnetz dran oder vom Stromnetz getrennt. Klick, klack. Klick, klick. Auf Zack. Genau. Ja. Oder auch Receiver. Also auch SAT-Receiver. Also was, was man eh immer per se in den Steckdosen stecken hat. Ja. Einfach mal abschalten. Und wir haben eine Kindersicherung auch. Kindersicherung? Wir haben eine praktische Kindersicherung. Tatsächlich. Ich brauche sowas für meinen Staubsauger. Weil er lädt die ganze Zeit und dann mach mal, du willst das nicht immer raus. Ja. Zu ziehen. Das auch. Vor allem das belastet den Akku, glaube ich. Ja, auch, ja, ne? Ja. Also Dauerstrom ist auf Dauer nicht gut. Was ja, lustig klingt. Aber es ist Sie so. Sie wissen, was ich meine. Wir haben auch sehr zufriedene Kunden. Und zum Beispiel der Daniel S. aus Düsseldorf sagt, es spart Strom bei Standby-Betrieb. Einfaches Unterbrechen der Stromzufuhr. So soll es ja sein. Das ist ja der Sinn der Sache. Das können Sie bestellen mit der NC5102 und der 569. Und vergessen Sie nicht, ein Zweier-Set für 5 Euro. Zack. Oh. Das Repositionieren des Buzzers hat es gebracht an dieser Stelle, Carsten. Danke. Du hast den Preisalarm erbuzzert und das war eine besondere Situation für Sie. Sie dürfen hier nur bis zu einmal pro Besteller zugreifen, aber das ist ein besonderes Produkt, was wir leider im Kontingent reduzieren oder begrenzen mussten. Aber das ist wirklich eine wahre Freude hier. Ein Spielzeug für 5 Euro. Das gibt es, glaube ich, auch nur bei uns. Das ist ein Hubschrauberball. Was lustig klingt, ist aber wirklich so gemeint. Also das ist ein Ball und der funktioniert wie ein kleiner Hubschrauber. Einfach aufladen, ist Akku betrieben und dann in die Luft schmeißen und dann fliegt der. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Und? Hoppala. Ja. So, juhu. Wie sagt man im Fliegerjargon, runter kommen sie alle. Das ist auch bei dem so, aber theoretisch gesehen... Theoretisch gesehen können Sie den ganz einfach mit Gestensteuerung, das heißt, Sie einfach nur mit der Hand, mit dem Knie, mit dem Fuß oder was, einfach in die Nähe. Denn der hat Sensoren dran und diese Sensoren verhindern den Kontakt mit der Decke, mit dem Schrank, mit Ihrem Haupthaar oder mit Ihrem Ellbogen. Ja, und das sehen wir hier mal sehr schön. Ich finde, das ist so ein perfektes... Einfach so ein kleines Spielzeug, was man einfach mal zu Hause haben kann. Ein Time-Waster. Und genau, und einfach, wenn man mal so ein bisschen Zeit übrig hat. Ich weiß, wir Menschen sind alle viel beschäftigt, aber wir haben trotzdem mal so 30 Sekunden am Tag, in denen wir nicht wissen, was wir machen sollen. Und da einfach mal so völlig entspannt so ein kleines Spielzeug hier nutzen. Das ist doch das Prinzip Luftballon. Achtung, jetzt. Achtung. Puste einen ordinären Luftballon auf und wirf den in einen Raum. Egal, ob da 3-jährige Kinder oder 80-jährige Erwachsene stehen. Achtung. Jeder fängt an, mit diesem Luftballon zu spielen. Ja? So. Jetzt ist ein Luftballon natürlich, ich sag mal, so ein Gummiding mit Luft drin. Da ist so ein Helikopterball, der auch noch beleuchtet ist und mit Sensoren ausgestattet ist. Mit Sicherheit mal eine etwas modernere Spielzeugvariante. Und Sie sehen, was die Mädels hier schon für Spaß damit haben. Juhu. Diana hat Fingerspitzengefühl, Rebecca haut drauf. Rebecca ist grobmotorisch heute. Spaß für ganze Familie. Und ich muss auch ein Geheimnis sagen, draußen, wenn das ein bisschen dunkel ist, das ist wirklich sehr, sehr cool. Das ist schon klasse, weil, oder? Diesen Ball, er leuchtet auch sehr, sehr schön. Also ich finde das wirklich faszinierend. Für 5 Euro super Spielzeug für ganze Familie. Guck mal, wie hoch der gehen kann. Und versuch ihn zu anfangen. Guck mal, ab. Versuchen Sie, diesen Ball auf dem Schrank landen zu lassen. Zum Beispiel. Nein, vermeiden Sie das. Nein. So, ein toller Spaß für die Kinder, sagt auch die Paula aus Neuboltenhagen. Mit etwas Übung können die Kinder auch gemeinsam damit spielen und ihn sich zufliegen lassen. Boah, macht der Wind. Der macht richtig Wind, der Kleine hier. Ein Geschenk für unseren 11-jährigen Sohn, das aber die ganze Familie zum Suchtfaktor werden ließ. Für Koordination und Geschick ein absolutes Klasse-Ding. Bei den Kollegen von pearl.de für 14 Euro. Das wäre es mir auch wert. Auf jeden Fall, das ist ein Riesenspaß, da kannst du gar nicht mit aufhören. Ja,
So, das Ganze hier bei uns für 5 mit 9 Minuten Flugzeit, aufgeladen übrigens in 30 Minuten. Das ist mal flott. Kannst direkt weitergehen mit einer kleinen Pause. Ja, sie kannst damit rumfliegen lassen. Und mit der Beleuchtung, die war extra spitze. Ne? NX1905 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Hallo. Dankeschön. Weiter geht's. Oh. Wir haben ja noch nicht genug für Sie. Da muss was drin sein. Ich fühle es am Gewicht, aber es klappert nicht, wenn man es scheppert. Ja. Also wenn man es schüttelt. Ich greife schon mal vorweg. Es hat was mit Fell zu tun. Nein. Nein. Mit Stoff. Mit Stoff hat es was zu tun. Es sind Mikrofasertücher. Ah, ja, sowas fast in der Art. Ein Multifunktionstuch bzw. ein Zweierset Multifunktionstücher. Ah. Und ich habe eine Bekannte, hier, Susanna, die hat davon geschwärmt. Die hat mir eines Tages gesagt, oh, das ist herrlich im Sommer, wenn es warm ist. Kennst du dieses kühlende Multifunktionstuch? Da kann ich das bei uns noch nicht im Sortiment. Aber das ist so genial, weil sie diese Tücher einfach nur befeuchten müssen und dann kühlen die automatisch, ohne zu triefen. Die können sie richtig gut ausfringen. Und das jetzt beispielsweise mal so im Nacken gelegt, auf die Stirn gelegt. Das ist eine tolle kühlende Wirkung. Ich habe einen Bienenstich, guck mal. Ja, genau, oder wenn man so einen Stich hat. Jetzt vielleicht mal so ein bisschen unkonventionell, zack. Oder wenn du Kopfschmerzen auch noch hast. Ah, bei Kopfschmerzen, das können wir im Moment sehr gut gebrauchen. Ja, also alles das, was irgendwie was mit Prellungen, mit Schwellungen zu tun hat, all solche Geschichten oder eben, wenn es um hohe Temperaturen geht, machen Sie dieses Tuch. Karate. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. So. Alles, was irgendwie gekühlt werden sollte oder gekühlt werden muss, sei es mal ein heißer Kopf vom vielen Denken oder von zu viel Hitze, sei es mal eine Prellung oder sowas, wenn Sie mal mit dem Ellbogen irgendwo an der Türklinke hängen geblieben sind, oder nach einem Stich, Mückenstich, Bienenstich, Insektenstich im Allgemeinen, da setzt man ja auch ganz gerne mal was Kühlendes drauf, was unglaublich gut tut dann in dem Moment. Nur, wenn man jetzt draußen unterwegs ist, haben Sie immer zufällig so ein paar Eiswürfel in der Tasche oder irgendwie einen kühlen Löffel oder so, ich nicht. Da gehst du ganz einfach hin und hältst das Tuch mal unter den Wasserhahn, wringst es aus und legst es mal auf die betreffende Stelle. Hält über mehrere Stunden, meine ich, die Kühlleistung. Ja, ne? Richtig, bis zu 4 Stunden. Und wenn du zwischendurch das Bedürfnis hast, ist wieder zu warm geworden, dann schüttelst du es einfach aus und dann ist es wieder kühl. Ich stelle mir das auch sehr gut im Sommer vor. Ich habe zum Beispiel so ein Problem im Sommer mit geschwollenen Fußgelenken. Und wenn es zu warm wird, dass man dann so ein bisschen angeschwollene Fußgelenke bekommt, ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele. Und dann einfach zum Beispiel einfach mal so um die Fußgelenke legen, stelle ich mir auch sehr praktisch vor, dass das so durch die Kälte so ein bisschen abschwillt. Wisst ihr, was auch noch integriert ist? Ein UV-Schutz. Und das erinnert mich an beispielsweise mal so einen Ausflug am Badesee, wenn es so unerträglich heiß ist, aber du willst unbedingt Sonnenbaden und die Sonne genießen, dann legst du dir das einfach auf den Kopf. Ja. Dann ist dein Kopf vor der UV-Strahlung oder dein Gesicht vor UV-Strahlung geschützt. Gleichzeitig wird der Kopf schön runtergekühlt. Das ist total angenehm. Und wie einfach gesagt, ich kenne schon einen Fan von diesen Multifunktionstüchern. Die will die, glaube ich, auch echt nicht mehr hergeben. Als Saunatuch ungeeignet. Gut zu wissen. Bisschen zu kurz. Sonst hängt er, naja, aber nach der Sauna ist es bestimmt auch angenehm zum Abkühlen. Schauen Sie mal, unterwegs geht es ganz einfach. An jedem Brunnen, an jedem Badesee, im Freibad können Sie ganz einfach dieses Tuch anfeuchten, ausfringen, ausschütteln und dann an Ort und Stelle legen. Und dann hat das automatisch eine wunderbar kühlende Wirkung. Hat übrigens auch noch eine antibakterielle Oberfläche mit integriert. Also Sie sehen, das ist mal wieder das ist ein bei richtig tolles klasse. Oder du hast dich gekratzt oder dein Sohnemann ist auf dem Fußballplatz mal hingeflogen und hat sich das Knie aufgeschürft. Hm. Da bist du froh, wenn du mal was Kühlendes dabei hast. Ja. Ja? Ob ich das mit Brunnenwasser machen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber mal so Wasser aus so einer Flasche hat man auch eigentlich immer dabei. Muss nicht kalt sein. Und laut Benjamin H. aus Vilshofen ist das für Hunde auch sehr entspannt und angenehm. Oh ja, das wie gesagt, das Zweier-Set gibt es für Sie mit der Bestellnummer NX1306 und der 569. Ich finde, wir haben heute viele Zweiersets. Das ist ja war das ein Zweierset gerade? Ja, und ach in meinem Kopf ist das dann immer die doppelte Ersparnis. Ich hoffe, Sie sehen das genauso, weil wenn Sie jetzt 5 Euro bezahlen und 2 Sachen bekommen, dann haben Sie ja nochmal gespart. Für mich, das ist immer, wie hast du gespart, so viel hast du verdient.
Ja. So fühle ich das. Wir haben Monis Lieblingsprodukt. Was ist es? Das ist ein kleiner, mobiler Mini-Strahler. Ja. Moni, wenn du das siehst, liebe Grüße. Dein Lieblingsprodukt, Moni. Ne? Komm zurück. Ja, dafür würde sie mit Sicherheit zurückkommen, für diese Multifunktions-Arbeitsleuchte für nur 5 Euro. Wir wollen damit sagen, komm zurück, sie ist nicht weg, sie ist einfach nur heute, sie hat Urlaub. Genau, sie kommt auf jeden Fall morgen wieder. Sie ist nur einfach nicht da. Sie ist einfach nur heute nicht da. So. Sei ihr gegönnt. Und dieser Preisvorteil sei auch Ihnen gegönnt. Sie sehen es vielleicht andeutungsweise. Dieses Licht ist ultra hell. Das ist kaum zu glauben für diese kleine Größe. Unglaublich. Und es ist so super praktisch, weil es ist wie so eine Art Mini-Mini-Mini-Baustrahler. Ja. Vom Leuchteffekt ähnlich. Können Sie auch genauso wie so einen Baustrahler einfach mal so auf dem Boden aufklappen oder auf dem Tisch aufklappen und damit eben genau die Fläche ausleuchten, die Sie ausleuchten wollen. Beispielsweise mal beim Camping, im Hobbykeller, wenn es da ein bisschen dunkler ist, für sämtliche Handwerksarbeiten, für Arbeiten am Auto ist es auch super gut im Handschuhfach zu haben. Taschenöffner ist sogar auch noch mit dabei. Ja, und Magnet extra haben wir hier, ne? Das ist auch gut, eine Funktion. Und das macht es so unglaublich praktisch, dass es quasi überall dran hält. Müsste an sich funktionieren, das ist Edelstahl. Ja. Aber dein ist zu wenig, ist zu oder? Klein. Versuch mal an der Uhr. Aber Mervel, für dich auch, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst, kannst du auch diese Lampe mitzunehmen, weil das ist auch klein, das ist auch sehr, sehr kompakt und das nimmt nicht so viel Platz. Ich finde, das wirklich so eine Beleuchtung muss immer dabei sein. Und was ich auch super toll finde, ist, wir brauchen keine Batterien. Das ist nämlich per Akkubetrieb. Ach was? Ja, nein. Einfach aufladen. Doch, ich finde es wirklich angenehmer. Wie viele kleine Taschenlampen hatte ich schon, wo ich die Batterien auswechseln musste und einfach zu faul war, diese kleinen Futzelbatterien da auszutauschen. Ja. Da finde ich das deutlich eleganter und angenehmer. Einfach an die Steckdose ranhängen, dann lädt er sich ganz einfach wieder auf. Also richtig hell und übrigens haben sie 4 Leuchtmodi insgesamt mit dabei. Also so ein paar gedimmtere Varianten und Strobolicht ist auch mit dabei. Ja, ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich verstehe, dass das Monis Lieblingsprodukt ist. Eben drum, weil diese kleine Lampe so praktisch ist. Ja, absolut. Die passt mal eben in die Hosentasche. Die wiegt nichts und bietet trotzdem ein Licht. Da hätten manche Baustrahler, die würden sich dafür schämen. Ja. Die Bestellnummer gibt es noch, die ZX 8306 und die 569 ist das. So, ich schüttel wieder. Oh, ganz viel Kleines. Warte. Kleberhaken. Warte. Rebecca. Klebehaken? Hast du dies verschummelt? Ja. Nein, ich habe nicht geschummelt. Wieso denkt ihr immer, ich schummle, wenn ich was richtig errate? Weil du immer schummelst. Ja. Okay, also treue Pearl-TV-Zuschauer können ahnen, wie viele es sind. Wie viele sind es, Rebecca? Siehst du das wirklich? 30. 30. Also ich habe nicht geschummelt. 30. Für jeden Pearl-TV-Zuschauer, der frisch eingeschaltet hat, es sind 30 Klebehaken. Ja. Transparente Klebehaken, bei denen Sie keine Löcher in die Wand bohren müssen. Und das i-Tüpfelchen an diesen minimal kleinen Klebehaken ist die 10 Kilo Tragkraft. 10 also an Kilo. Einen. Das musst du dir mal wegtun. An einen Haken. Wenn du dir mal überlegst, was du im Fachhandel für so zwei so kleine Garderobenhaken oder so Badezimmerhaken oder sowas in Weiß oder in so einem Plastiksilber oder was bezahlst, da bist du schon bei 5, 6 Euro. Ich habe letzte Woche mir welche im Baumarkt gekauft. Weil ich meinen Bademantel im Bad immer über den Stuhl lege und das nervt. Ja. Dann habe ich mir Klebehaken gekauft von einer ganz bestimmten Firma. Ich habe 7 Euro für 2 bezahlt. Ja. Für 2. Ja, das möchte ich. Und die haben genauso eine Tragkraft von 10 Kilo. Und hier haben wir 30 Stück für 5 Euro. Finde ich unglaublich praktisch. Schau mal hier. Guck mal. Dianas Pöms haben ungefähr 25. Spaß auch Platz zum Beispiel im Kleiderschrank. Kannst du deine Schuhe sogar hängen lassen, zum Beispiel, oder deine Taschen auch. Ja. Oder im Winter, kennt ihr das auch, wenn deine Gäste kommen zu dir und die haben 1000 Millionen Jacken und das alles liegt, immer im Schlafzimmer auf dem Bett. Weil du hast keinen Platz hier, du kannst wirklich das einfach mit diesem Haken für jede Jacke Platz zu finden. Ich finde das wirklich genial. Vor allem, wir nutzen die ja auch überall hier im Studio und ich habe heute Morgen erst schon wieder
die Kleberhaken hier neu entdeckt. Und zwar wurden hier Kopfhörer aufgehangen an diesen Kleberhaken. Es sieht direkt viel ordentlicher aus, wenn nicht alles rumliegt, sondern wenn du gewisse Dinge auch einfach aufhängen kannst. Und wir haben die hier wirklich im Langzeittest bei uns gehabt, im Studio an diversen Stellen. Und die halten super gut und super lange. Wir haben die jetzt schon monatelang in Benutzung, beispielsweise bei uns auch im WC. Und das hält einfach super gut. Ich finde die, auch wie man da gerade sieht in dem Video, für Taschen sehr schön. Gerade in einer Garderobe oder in einem Ankleidezimmer, wenn man so als Frau nicht weiß, wohin mit den ganzen Taschen oder wohin mit irgendwelchen Einkaufstüten. Einfach diese Klebehaken an die Wand machen und dann kann man das schön geordnet heranhängen, weil ich kenne das von mir, meine Einkaufstüten sind immer alle in so einem Schrank gepfercht und die könnte ich natürlich auch im Hauswirtschaftsraum einfach schön an die Wand drapieren. Und genau das gleiche können Sie auch mit der ZX 64, 72 und der 569. 30 Haken für 5 Euro. Ich werde mir die gleich bestellen. Ja, ja, muss man, hat man keine andere Wahl. Unbedingt. Ich brauche Klebehaken. Und das mit dem Rausziehen, mit dem Klebeding, hat bei mir noch nie funktioniert. Nee, die Tapete kommt immer mit. Ja. Das hier kann man wieder rückstandsfrei entfernen. Was? Hast du mir eine Tüte gebracht? So, Sie bekommen von einem bisschen Umverpackungsmaterial. Ja, was so ein bisschen lustig aussieht, zugegebenermaßen. Ist ein sehr, sehr nützliches Utensil, was also auch gerade in der, nennen wir es mal, in der Frühlingszeit, was man eben so Frühling nennt, sehr gerne gewählt wurde, weil wir hier nur doch ein paar Wetterkapriolen hatten, die nur alles andere als schön waren. Wir hatten viel Regen dieses Jahr gefühlt. Und das wird, glaube ich, jetzt in den Herbst hinein nicht anders sein, wenn man da mal unterwegs ist und jetzt mal nicht den ganzen Tag, den restlichen Tag mit klatschnassen Klamotten durch die Gegend laufen möchte. Ist vielleicht dieser Notfallregenmantel genau das Richtige für Sie? Jetzt werden Sie sagen, na gut, einer davon für 5 Euro, puh, naja. Wie wäre es, wenn Sie 4 Stück davon bekommen? 4? 4 Stück. Ach was, für die ganze Familie. Das ist ein Vierer-Set, Vierer-Notfallset. So. Für Frauen zum Beispiel, Rebecca hat heute sehr schöne Frisur und zum Beispiel das regnet. Ja. Ist und sie hat ihren Regenschirm vergessen. Ich glaube, das sieht wirklich wunderschön aus, ne? Rebecca, also, gefällt dir? Als du gerade sagtest, für Frauen habe ich mir da klasse, wenn ihr Mädels mal nicht wisst, was ihr anziehen sollt. Carsten? War ja nur eine Idee. Styling-Tipps von Carsten. So, ja, aber da scheint viel Platz drin zu sein, oder? Ich stelle mir das auch sehr, sehr gut vor, gerade in so Freizeitparks. Da gibt es doch gerne mal so Wasserrutschen. Und diese Wasserrutschen sind dafür prädestiniert, dass man danach klitschnass ist. Ja, bis auf die Unterwäsche. Bis auf die Unterwäsche. Und hier kann man sich ganz einfach schützen, indem man sich so einen Beutel drückt. Wunderschön. Es gibt auch diese Müllbeutel, die man dann da kaufen kann. Da kostet einer 6 Euro. Und hier haben wir vier für 5. Ja. Aber ganz ehrlich, dass du die Knöpfe dabei hast, dass du die Korde dabei hast, um dich richtig komplett von Kopf bis Fuß einzupacken. Das finde ich sehr, sehr gut, weil oft hast du so Regencapes, ja, da hast du das Gefühl, okay, mein Oberkörper ist jetzt trocken, aber das wirklich meine hübsche Frisur, die mir Diana heute gezaubert hat, damit die auch so hübsch bleibt. Mach so. Ist das mit Zöpfchen da hinten? Hm? Ja. Ist doch ein Zöpfchen. Mach so Kopf nach hinten. Guck mal, schau dir das mal an. Wow. Ja? Wie kleine Ballerina heute. Resi, ich hol die mit meinem Traktor ab. Ja. Also sehr praktisch jetzt hier. Wie gesagt, das Ganze als Vierer-Set, knielang übrigens. Verkaufen wir Frisur. Je nach Körper. Bei Merve würde ich sagen knielang, bei Rebecca knöchellang. Warte, es ist bei mir jetzt auch knöchellang. Jetzt Bodentief. So, kompakt verstaubar. Super. Ich glaube, das Gläser, da würde ich in jede Hosentasche. Ja, eigentlich heißt es Einweg-Regenmäntel, aber ist natürlich Quatsch. Ich sag mal, den kannst du dann immer wieder verwenden. So lange, bis er kaputt ist. Aber dafür hast du dann eben entsprechend 4 Stück von. Sehr, sehr praktisch. Und ich möchte wetten, Sie werden es sehr zu schätzen wissen, wenn der nächste Regen kommt und Sie durch die Gegend laufen. Ganz besonders, wenn es mit dem Hund mal rausgeht. NX 79,93 und die 569. Und mit diesen mäßigen Wetteraussichten verabschieden wir uns ins weitere Programm, sagen danke für die Bestellung und wünschen viel Spaß. Ciao.